Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Die Giftköder-Angst geht um unter den Hundebesitzern in Linz. Im Wasserwald, einer sehr beliebten Hundespaziergezone, treibt offenbar ein Tierquäler sein Unwesen. In der vergangenen Woche wurden vermehrt vergiftete Fleisch- und Wurststücke gefunden. Und das Allerschlimmste, ein Hund ist sogar an diesem Gift gestorben. Und zwar der Hund von Michelle aus Linz. Dein Hund Sammy, Michelle, hat so einen vergifteten Köder erwischt, gell? Es ist wirklich schlimm. Ich bin zum Mittag mit dem Sammy auf die Freifläche im Wasserwald gegangen und gegen 5, 6 hat er dann so ein bisschen das Zittern angefangen, so wie so Muskelzucken. Hat nicht mehr reagiert, ist am Boden gelegen. Nachdem habe ich dann gleich einen Tierarzt informiert und nachdem haben sie ihn eigentlich gleich in Narkose gelegt, weil eben dieses Krampfen nicht aufgehört hat und hat gesagt, sie überwachen einmal über die Nacht. Die Profis in der Tierklinik in Sattlet haben alles versucht, aber für Sammy ist es sich leider nicht ausgegangen. Der ist erst am nächsten Tag gegen 5 eingeschläfert worden. Und wenn man halt das hört, was da alles passiert ist mit dem Hund, den wir so lange gehabt haben, also die ganze Routine, es ist, ja, es fehlt halt einfach was im Leben, wenn der Hund nicht mehr da ist. Furchtbar. Du möchtest natürlich jetzt, Michelle, alle anderen Hundebesitzer warnen. Ich würde einfach nicht mehr hingehen. Also es ist, bevor mein Sammy das Schneckengift gefressen hat, ein Rattengift gefunden worden. Das war direkt am Weg. Das würde ich nicht nur an Hundebesitzer, sondern auch an alle mit Kindern oder alle, die da durchgehen, weil es direkt am Weg liegen ist. Es sind bunte Pellets. Es ist einfach gefährlich, selbst an der Leine. Am gescheitern ist so ein Maulkorb und Hund nichts fressen können. Und den Linzer Wasserwald im Moment meiden, das sagt auch die Polizei. Die vergifteten Köder sind mitten auf dem Weg gelegen, auch Kleinkinder hätten ohne weiteres solche Köder erwischen können. Vom Tierquäler fehlt übrigens nach wie vor jede Spur. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.